ein allerletztes Mal Hallo aus Abu Dhabi, liebe Motorsportmagazin.com-Freunde. Ja, zweiter und damit wirklich letzter Testtag der Formel 1 2020 hier in Abu Dhabi. Nach dem Grand Prix ging es ja nochmal ums Reifentesten. Ich habe euch gestern schon sehr, sehr viel über Reifen und den Test hier erzählt. Heute möchte ich noch ein paar Dinge anfügen, denn wir hatten die Möglichkeit mit Mario Isola, dem Formel 1-Chef von Pirelli, zu sprechen. Und da müssen wir natürlich jetzt nochmal auf jeden Fall drauf eingehen, denn es ist ja immer noch nicht klar, ob in der kommenden Saison mit den 2019er Reifen weitergefahren wird oder ob die neue Generation Pirelli Pneus zum Einsatz kommt. Also, was haben wir heute noch Neues erfahren? Am 9.12., also am Montag kommender Woche, werden wir endgültig eine Entscheidung haben, mit welchen Reifen gefahren wird. Denn an diesem Tag ist die Deadline für Pirelli, die Mischungen für die ersten beiden Rennen bekannt zu geben. Also das heißt für Australien und Bahrain. Dann muss man natürlich auch wissen, nicht nur mit welchen Mischungen gefahren wird, sondern auch mit welcher Konstruktion und so weiter. Deswegen, da muss die Entscheidung gefallen sein. Wundert euch nicht, sollte Pirelli schon die ersten vier Rennen bekannt geben, denn sie haben gesagt, ja, eigentlich per Reglement müssen wir nur die ersten zwei dann bekannt geben bei den Reifenmischungen, aber es ändert sich dann auch bis zum Rennen 4 nichts, deswegen wird es wahrscheinlich gleich die ersten vier geben. Was haben wir von Mario Isola heute noch erfahren über die Reifen an sich? Das ist ja das spannende Thema. Werden jetzt die 2019er nochmal gefahren oder eben die 2020er? Er hat gesagt, es gab nicht dasselbe Feedback hier im ganzen Fahrerlager und das macht die Analyse schwer. Gleichzeitig haben nicht alle Teams natürlich den gleichen Runplan gehabt, das heißt, sie hatten unterschiedliche Programme. Es war ja kein reiner Pirelli-Test, es ging rein ums Reifentesten, aber es war kein reiner Pirelli-Test. Das heißt, Pirelli hat nicht diese Abläufe für die Teams vorbestimmt, sondern die Teams durften sich selbst aussuchen, welche Mischungen sie da zu welchem Zeitpunkt fahren, wie viele Runden und so weiter. Und deswegen muss das alles erstmal noch analysiert werden. Das erschwert das Ganze. Zusätzlich natürlich zum unterschiedlichen Feedback. Als Mario Isola gesagt hat, es gab unterschiedliches Feedback, habe ich ein bisschen als die nachgefragt. Und denn all das Feedback, das wir bekommen haben, wenn man sich so umgehört hat, war nicht unterschiedlich, sondern es war einfach durchwegs negativ. Da habe ich gesagt, naja, war das unterschiedlich negativ oder gab es auch ein bisschen positives Feedback? Er hat gesagt, naja, das Feedback über den C5 Compound über den 2020 war durchaus gut. Der C4 hingegen hat enttäuscht. Da hatten sie sich erhofft, einen relativ großen Sprung gemacht zu haben, was das Überhitzen und so weiter angeht. Also ein bisschen positiv, viel negativ, wenn ich mal so zwischen den Zeilen selbst von Mario Isola lese. Und das haben wir oft gehört, dass die Fahrer sich nicht so hundertprozentig sicher waren, ist der 2019er oder der 2020er Reifen besser, bei der Mischung mal der, bei der Mischung mal der. Es gibt ja bei den 2020er Reifen nicht nur eine neue Mischung, sondern auch eine neue Konstruktion. Und jetzt ist der ein oder andere auf die Idee gekommen, naja, wenn es da besser ist und da schlechter, dann könnte man es vielleicht ein bisschen so zusammenmischen und könnte die 2019er Konstruktion mit 2020er Mischungen nehmen. Dem hat Mario Isola eine klare Absage erteilt. Er hat gesagt, das haben wir noch nie getestet, wird es nicht geben. Ein Feedback, das wir auch immer wieder gehört haben, war, dass die Performance der Reifen insgesamt schlechter ist. Eine Sekunde hat uns jemand gesagt, die Fahrer sind davon natürlich nicht begeistert, was vielleicht mitunter auch für das durchwegs negative Feedback verantwortlich ist. Denn wenn ich einem Fahrer einen Reifen gebe, der einfach langsamer ist, dann wird ihm das nicht gefallen, egal wie er sich sonst verhält. Naja, Pirelli verteidigt sich und sagt, das war jetzt nicht die oberste Prämisse, die absolute Peak-Performance. Das ist ja so eine Spitze, aber dafür hat man einen größeren Drop-Off, also das heißt, der Reifen geht dann früher in die Knie, ist anfälliger für Überhitzen und so weiter. Deswegen war diese Peak-Performance, die absolute Spitze, nie das Ziel für die 2020er-Generation, sondern man wollte einen Reifen haben, der stabiler ist, der dann eben beim Überhitzen nicht so problematisch ist und fürs Racing besser und weniger Pace-Management. Ob sie das erreicht haben, ich weiß es nicht so ganz. Die Fahrer, was das angeht, sind sie auch ein bisschen schwieriger zu lesen als jetzt bei der Peak-Performance. Das ist ja nicht so das, diese Long-Run-Performance, was jetzt das Erste ist, was ein Fahrer erzählt. Aber auch da hören wir, sind sie nicht so unglaublich unterschiedlich. Die Reifen, ich habe es gestern schon gesagt, die anderen Reifen haben sie jetzt ein Jahr gelernt, jetzt kommen neue Reifen drauf. Dazu sind die Autos noch sehr sensibel. Das ist ein weiteres Problem, eben wenn man neue Reifen testet. Ich habe heute erfahren, 4 mm breiter sind die aktuellen, also das sind die 2020er Reifen als die 2019er Reifen. Hört sich nach minimaler Änderung an, aber für die Aerodynamik ist das dann doch eine ganze Menge. Die Autos sind einfach so super sensibel und deswegen funktioniert es nicht so einfach, wenn man da jetzt einfach mal neue Reifen draufpackt. Das verfälscht natürlich das Urteil auch ein bisschen und die 2020er Reifen, die 2020er Boliden sind ja schon ein bisschen auf die neuen Reifen dann hin entwickelt worden. Die Windkanalreifen, die die Teams von Pirelli kriegen, sind ja auch schon nach 2020er Modellen gemacht. Also schwieriges Thema. Wie läuft der ganze Prozess jetzt ab? Ich habe schon gesagt, 9.12. ist die Deadline. Aktuell hat Pirelli die 2020er Reifen homologiert. Das heißt, man geht aktuell davon aus, dass die 2020er Reifen kommen.
Das bedeutet im Umkehrschluss, es wird eine Abstimmung geben und das heißt nicht, wenn 50 oder wenn 51% für den 2019er Reifen sind, dass der 2019er Reifen dann kommt. Nein, man braucht 70%, denn der 2020er Reifen ist schon homologiert. Es muss quasi eine Änderungsentscheidung sein. Deswegen braucht man da 70% dafür. Heißt, 10 Teams, 7 Teams mindestens müssen für den 2019er Reifen stimmen, damit er im nächsten Jahr auch gefahren wird. Sind es weniger als 7 Teams, also 0 bis 6 Teams, die sagen, okay, der 2020er Reifen ist besser, dann wird auch mit dem gefahren in Zukunft. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie kann das sein, dass Pirelli ein ganzes Jahr lang entwickelt? Man hat ja 25 Testtage nur für die 2020er Entwicklung und am Ende kommt ein Produkt raus, das vielleicht schlechter ist als der Vorgänger. Ein bisschen ratlos sind wir da und das sind die Sachen, die Pirelli auch noch ergründen muss. Mario Isola meint, der Blindtest könnte ein Problem sein. Die Teams, die da testen, testen komplett blind. Sie wissen nicht, was sie testen. Das ist aus Fairnessgründen der Fall. Sie sollen keinen Vorteil haben gegenüber den Teams, die an diesem Tag nicht testen. Mario Isola meint, dass deshalb vielleicht die Richtung manchmal ein bisschen ungewiss ist und die Teams nicht so genau wissen, wohin es geht in Zukunft. Naja, einen kleinen Nachtrag muss man noch geben. Denn die Reifen, die hier zum Einsatz kommen, und das haben wir heute tatsächlich auch erst erfahren, sind nicht die Reifen, die bei diesem Zusatztest in Barcelona noch getestet wurden. Pirelli hatte ja da ein vielversprechendes Konstrukt noch ausgetestet bei diesem Zusatztest. Eine extreme Konstruktion, wie Mario Isola sagte. Für den hat man sich nicht entschieden, sondern es ist eine Konstruktion, die schon eher ja, Richtung Spielberg-Test im Einsatz war. Also das heißt, man hat diese Konstruktion schon sehr, sehr lange im Auge und deswegen ist es umso unverständlicher, dass es hier dieses Feedback gibt. Also, das waren die letzten Eindrücke hier aus Abu Dhabi von 2019. Jetzt bin ich schon ganz durcheinander mit 2019 und 2020. Es war der letzte Videoblog auf jeden Fall hier aus Abu Dhabi und für mich von diesem Jahr. Das heißt aber noch lange nicht, dass das alles vorbei ist. Wir haben noch viele, viele Videos für euch vorbereitet. Q&As wird es geben, deswegen Hashtag AskMSM, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Wir haben noch einen weiteren Hashtag, nämlich AskAndreas in diesem Fall, denn der McLaren-Teamchef Andreas Seidel wird uns im Winter besuchen kommen. Freue ich mich schon sehr drauf. Wenn ihr Fragen an ihn habt, unbedingt da stellen, ob ernst gemeinte Fragen oder ein bisschen Scherzfragen. Wir haben Zeit, alles unterzubringen. Ich glaube, das wird ganz lustig, er ist ein sehr lustiger Typ. Das heißt, wir bereiten allen möglichen Videocontent für euch vor. Euch wird nicht langweilig, uns dann entsprechend auch nicht. Hier sind jetzt noch Formel 2-Tests. Mick Schumacher ist ja da auch wieder am Start. Die neuen Reifen werden dort noch nicht gefahren, die 18 Zöller. Videos dürfen wir da leider nicht machen, aber ich werde ab und zu mal ein bisschen vorbeischauen, zumindest für ein paar Informationen, die ihr dann auf motorsportmagazin.com lesen könnt. Reinklicken lohnt sich auf jeden Fall. Und dann müssen wir natürlich auf jeden Fall noch Danke sagen. Danke an euch, dass ihr uns so treu geblieben seid über die Saison, dass ihr immer gewachsen seid. Es kamen viele neue Zuschauer dazu in diesem Jahr. Vielen Dank für das ganze Feedback, das von euch kommt, ob positiv oder negativ. Völlig egal, wir wollen besser werden, das freut uns auf jeden Fall. Und das ganze Team in München und Graz muss man an der Stelle natürlich auch loben. Ihr seht immer, wie ich hier um die Welt tingle und sonst die Kollegen nur aus dem Studio. Aber ohne Flo, ohne Jonas, ohne Markus, während der Saison wäre das ja alles nicht möglich. Denn viele müssen sich auch noch um die Website kümmern. Unser Videomann Olli, unser Chefredakteur Stefan, da ist ein ganz großes Team dahinter. Und ohne euch könnten wir dieses ganze Team gar nicht finanzieren. Ohne euch könnten wir nicht das machen, was wir so lieben. Deswegen vielen, vielen Dank an der Stelle und bleibt uns hoffentlich auch in Zukunft treu. Bis zur nächsten Saison oder bis zu den nächsten Videos aus dem Studio.